Ja, hallo Leute und herzlich zu einem neuen Video von mir. Und zwar will ich euch mal zeigen, wie ihr finsterer Tagtraum Jumping Puzzle machen könnt. Da gibt es eigentlich zwei oder drei verschiedene Lösungen, wie man das machen kann. Das einfachste wäre natürlich ein Mesmer-Portal zu nehmen. Da warten die Leute hier, wo dieser Kommandeurstag ist, der Mentor-Tag, hier unten. Ihr lauft hier entlang und wartet einfach, bis ein Mesmer euch hier hochportet. Dann habt ihr eigentlich alles übersprungen. Das wäre so die einfachste Variante. Die normale Variante wäre, wenn ihr erstmal ein anderes Jumping machen müsst. Und das war morgens Sprung. Das ist der hier. Ihr lauft hier bei diesen Heldenherausforderungen einfach hoch. Falls ihr aber nicht wisst, wie man dieses Jumping quasi macht, ich verlinke euch das mal. Und wenn ihr das gemacht habt, seid ihr hier oben, wo dieser Mentor steht. Und von dort aus würde es dann losgehen. Man kann aber auch von hier das Jumping Puzzle starten. Aber dafür muss einer schon mal das gemacht haben. Ihr könnt von hier, falls dieses Tor hier offen ist, einfach hier reinlaufen. Ihr seht gerade, momentan ist es zu, aber das kann man nur von innen öffnen. Also falls jemand von innen da reingelaufen ist, dann könnte man es so machen. Dann wäre man sozusagen direkt dort drin bei dem finsteren Tagtraum Jumping Puzzle. Oder man portet sich einfach von hier unten hoch. Aber wir wollen das ganz normal machen. Dafür mache ich erstmal das normale Jumping Puzzle und dann sehen wir uns oben nochmal. Also wie gesagt, entweder ihr stellt euch hier hin, lasst euch hochporten und fertig aus. Oder ihr macht das erste Jumping Puzzle, Morgan Sprung, und arbeitet euch erstmal hoch zum eigentlichen Jumping Puzzle sozusagen. Oder natürlich, ihr lauft von innen rein, wenn das Tor offen ist, oder ihr portet euch hier hoch. Also ihr seht, es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Ich mache es einfach ganz normal. Ich jump erstmal hier hoch und dann sehen wir uns da oben. Da wo dieser Mentor ist. So Leute, jetzt bin ich oben angekommen. Ich habe dieses Jumping Puzzle gemacht, Morgan Sprung. Wie gesagt, wie ihr das machen könnt, ist unten verlinkt. Und ihr seht schon, hier ist ein Mesmer mit seinem Portal, das er wahrscheinlich jetzt hier unten irgendwo hinstellen wird. Und dann könnt ihr euch hochporten, wenn ihr das nicht machen wollt. Oder halt, ihr lauft von innen rein. Das kann ich jetzt eigentlich auch mal zeigen, wie man das macht. Aber hier würde das normale Jumping Puzzle starten, also finsterer Tagtraum. Dann laufen wir hier mal rüber, über die Felsen. Und dann hier durch diese Höhle mal durch. So, und hier würde das normale Jumping Puzzle für uns starten. Und ihr seht, hier kann man nicht mehr gleiten. Also, aufpassen Leute. Wir müssen einmal runter, aber da wir nicht gleiten können, müssen wir uns hier Stück für Stück runterarbeiten. So, jetzt, boah, nicht sterben. Jawohl. So, jetzt bin ich unten. Und dann könnte ich das Tor hier aufmachen, dass alle einfach reinlaufen können. Das mache ich jetzt einfach mal. Wie gesagt, man hat sehr viele Möglichkeiten, diese Jumping Puzzle zu machen. So, jetzt könnten hier alle reinlaufen. Von hier. Und dann das Jumping Puzzle machen. Und ich laufe jetzt den normalen Weg. Und zwar der beginnt hier. Bei diesen Pilzen. Da jumpen wir hier einfach mal hoch. So, und hier jetzt aufpassen Leute, hier fallen immer die meisten runter. An diesen Pilz hier. So, jetzt einfach hier hoch. Und dann ist das Schwere eigentlich auch geschafft. Da kann man sich eigentlich nicht mal verirren eigentlich. Dann läuft man einfach hier diese Pilze entlang. Und meistens steht auch noch hier ein Kommandeur oder ein Messmann mit seinem Portal und holt entweder hier die Leute hoch oder halt wie gesagt, hier hinten steht ein Messmann mit seinem Portal und holt die Leute hier einfach an diese Kante hier hoch. Je nachdem, wie ihr es machen wollt, Leute. Es gibt viele Möglichkeiten. Schaut einfach, wenn ihr sagt, hey, ich will einfach nur den Daily schnell machen, dann lasst euch hochporten. Ansonsten könnt ihr euch auch hocharbeiten, je nachdem, wie ihr wollt. So Leute, das war's auch schon.
Das ist mein Guide dazu, sinnvoller Tagtraum. Falls euch mein Guide helfen kann, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!